951 führten innere Probleme Italiens dazu, dass Otto selbst die Herrschaft übernahm. Vorerst war allerdings an einen Zug nach Rom nicht zu denken. Der Süden blieb eine Problemzone. Herzog Heinrich von Bayern, der Bruder des Königs, erhielt mit den Marken Verona und Istrien einen bedeutenden Herrschaftszuwachs. An Ottos Sohn Luidolf, dem Herzog von Schwaben, entzündete sich schließlich 953 ein offener Konflikt. Ihm zur Seite stand Konrad der Rote, der Herzog von Lothringen. Zwar wurde die königliche Herrschaft nicht prinzipiell in Frage gestellt, doch ging es um die Machtverteilung im Reich, denn der bayerische Herzog Heinrich schien zu mächtig zu werden. Der Einfall der Ungarn 954 brachte die Wende. Die Rebellen erkauften sich durch Tribut eine Verschonung von den Ungarn, womit sie an der Grenze zum Hochverrat standen. Nach Abzug der Ungarn brach der Aufstand wieder zusammen. Luidolf beugte sich seinem Vater und verlor das Herzogtum Schwaben, ebenso Konrad Lothringen. Im Sommer 955 fielen die Ungarn erneut im Reich ein. Am Laurentiustag, also dem 10. August, errang Otto nach intensiver geistiger Vorbereitung und Mitführung der Heiligen Lanze einen glorreichen Sieg auf dem Lechfeld bei Augsburg. Nach der inneren Krise war nun auch die äußere Gefahr gebannt. Dementsprechend umfangreich wurde gefeiert und dabei Otto als Imperator gepriesen. Die mittelalterlichen Quellen stellen also eine Verbindung zur Kaiserkrönung von 962 her. Aus der Krise seiner Herrschaft heraus wurde Otto der Erste zum großen Sieger über alle Gegner. Otto hatte damit den Vorrang im christlichen Abendland errungen.